Grüezi miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zu Ride 3. Wieder in unserer Karriere. Ich glaube, es müsste schon die vierte Folge sein jetzt. Immer noch in der Supersport 300 Meisterschaft. Finalrennen, Donington Park. Ja, wir haben gewonnen in dem ersten Rennen und wir haben ein spannendes Battle um den Sieg gehabt am Ende der letzten Folge in Manicur. Und jetzt kommt auch eine bekannte Rennstrecke aus MotoGP. DTM, Donington Park. Und da wollen wir gar nicht lang quatschen, da gehen wir einfach rein. Donington Park war auch lange DTM, war 93 einmal Formel 1 Kurs. Sonst eher auch für MotoGP bekannt. Optionen passen, ja. Und da geht's los in Donington Park, meine Damen und Herren. Sehr wackelige Start. Beißler fällt da halber vom Motorrad. Es ist hier eine offene Meisterschaft. Hier gibt es also kein Klassement. Aber immerhin harte Fights. Wir sind auch schon drei, vier Mal gestürzt hier in dem Let's Play in Teneriffa. Das war das Sturzfestival. Und jetzt hier wieder ein paar Credits einsammeln. Das wäre wichtig. Donington Park. Schwierige Strecke. Mit Tourenwagen schon bereits gefahren in DTM-Spiele. Ich glaube, am MotoGP-Spiel hatte ich mal eins gehabt, wo hier gefahren ist. Donington, da ist lange MotoGP gefahren. 93 einmal großer Preis Europa Formel 1 Grand Prix gewesen. Das einzigste Mal. Hätte ja 2010 dann der England Grand Prix wäre soll. Aber war die Strecke halber abgerissen, ähnlich wie damals der A1-Ring. Dann war kein Geld da, es wurde wieder nach Silverstone verlegt, weil die Strecke dann wieder rekonstruieren könne. Und jetzt wäre da BTCC-Rennen wieder drauf gefahren. Und hier auch wieder ein starke Fight sehe. Wo kann sich der Beißler da durchschlängeln? Kawasaki, Honda und... Ja, wir fahren ja die kürzere Variante. Ach, ich rempel mich da durch! Alles sieht sehr, ja, ein Österreicher vor mir. Also Schweiz und Österreich jetzt im Duell. Letzte Runde, Final Lap. Wir sind hier, weiß nicht, ob ich das irgendwo noch einstellen muss. Zwei Runde Rennen, aber es soll mir recht sein. Dann kriegen wir safe Folgen hin. Oh, schon wieder dieser Thailänder da vorne. Der scheint recht ordentlich gut dabei zu sein. Und es heißt wieder das Duell Thailand gegen Schweiz. Aber da will Österreich auch noch mitspielen. Nicht mit dem Beißler. Der will das nicht so gern, der Beißler. Der hat da keinen Bock drauf, noch einen dritten Contender hier zu bekommen. Ja, die Kawasaki war zwar von Beschleunigung schneller, aber ich hab mir aber die Honda mehr zugesagt. Die Suzuki wäre auch noch cool gewesen, aber es ist dann die Honda geworden. So, jetzt gleich Finale. Den werden wir nicht einholen diesmal mit Sieg. Der ist zu weit weg. Da hinten kommen aber noch mal zwei. Das wird noch mal eng. Um den zweiten Platz. Müssen wir eng die Schikane anfahren. Es klappt ganz gut. Und es wird. Ja, wird's. Der zweite Platz. Kommen die noch mal nicht zu weit weg. Zu weit weg. Es wird der zweite Platz. Sehr schön. Zweimal erster, einmal zweiter. Nur die Zeit-Challenge nicht geschafft und Teneriffa versaut. Ja, am Ende war der eine Sekunde nicht dran. Ich glaube, der Schwierigkeitsgrad passt fürs erste Mal. Teneriffa, Spanien wird jetzt nochmal angegeben. Ja, komm, dann wiederhole mal Teneriffa nochmal. Wahrscheinlich müssen wir erst die Zeit-Challenge. Oh je, vor der Zeit-Challenge, die geht mir jetzt schon auf den Wecker. Die möchte ich aber nicht nochmal wiederholen. Aber Teneriffa wiederhole ich gern nochmal. Probieren wir es nochmal aus. Zweiter Versuch in Teneriffa.
Das können wir eigentlich jetzt so lassen, das passt jetzt so. Steht da eigentlich irgendwie Rewind, wie viel Rennen? Sicherlich, glaube ich, einfach so von der Meisterschaft eingestellt, glaube ich. Setup habe ich noch keine Ahnung mit Motorrad-Setups, das muss ich mich mal irgendwann befassen. Oder wir befassen uns da mal im Laufe des Let's Plays. Ja, zweiter Versuch, Teneriffa. Es geht los. Nur ein bisschen anderer Schwierigkeitsgrad. Ich denke, mit dem können wir erstmal verfahren. Ja, ich weiß, ihr wollt vielleicht schwereres sehen vom Beißler, aber der Beißler kriegt es doch selber nicht hin mit Fahren. Da, ich mache das einfach aus Spaß, auch an der Freude, und weil das Spiel, weil mir diese Rennspiele-Serie gut gefällt. Ist mal was anderes zu dem immer nur Formel 1, was wir überwiegend zu dem Formel 1 und Tourenwagen, was wir immer nur gesehen haben. Ich könnte mal diesmal im zweiten Versuch ein bisschen besser mithalten. Wir dürfen nur nicht an den einen Felsen kommen. Oder an diese Werbebande hier. Die sind gefährlich. Das haben wir ja festgestellt vorhin. Die Upload-Tage weiß ich noch gar nicht von Ride. Also an dem Tag, wo ich es aufnehme, weiß ich es noch nicht. Ihr werdet dann sehen, wann ich dann am besten Motorradtag finde. Es kommt jetzt immer darauf an, was ich jetzt hier alles so habe. Was ich jetzt hier so zusammensammel für 19. Und dann, weil ich mir das noch zusammenstelle. Wie gesagt, 2018, schwieriges Jahr. Ich habe es ja oft gesagt. Komme jetzt wieder zurück. Ich lasse mich auch von Problemen nicht beirren. Und ja, will mich da nicht übernehmen. Nimm jetzt einfach, wenn ich auf was Lust habe, nehme ich es auf, und wenn nicht, dann nicht. Und auf Ride 3 hatte ich jetzt auf jeden Fall Lust. Sura Wut. Wut, Wut. Ah, er ist im Fight noch da vorne. Noch kann ich da mithalten. Ja, da vorne battlet die sich, und da ist der Beißler in Lauerstellung. Der wartet eigentlich nur drauf, dass da was passiert. Wir kommen gleich in die letzte Runde. Da sehen wir wieder die Satellitenstation. Daran kann ich mich mal orientieren, was wir drunter geschafft haben. Ansonsten die Landschaft, ja, auch Spanien typisch. Viele Ecken in Spanien, sehr karg. Schaut auch so, so Felsen und trockener Sand und so Sache. Kennt man aus Spanien. Für Spanien bekannt, ist ja auch ein sehr warmes Land. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist beim Schlucker habe ich gerade ein bisschen Halsprobleme. Ich hoffe, da habe ich mir nichts entzündet oder muss da was raus. Ich habe ja dann, wenn ihr das seht, im Januar noch ein paar einige Sachen vor. Ich habe es im Jahresrückblick gesagt, Handball-WM-Besuche, DTM-Besuche und so Sache. Die Leitplanke war knapp. Kommt der Weißler dann nochmal an das Feld ran. Jetzt kann er hier das Teneriffa, der zweite Versuch, immer erfolgreich gestalten. Platz 3 gibt ja dann ein paar Credits. Ja, jetzt gut rollen lasse. Da vorne battle sich. Ja, Motorradrenner, auch spannender als Formel 1. Und jetzt kommt der Felsen des Todes. Da müssen wir dann vielleicht schon mal ein bisschen mehr vom Gas gehen. Ja, da verliere ich die Meter, weil ich da aus Angst vorm Felsen früher bremse. Und das ist dann die Entscheidung unter Umständen. Ja, weit rausgekommen. Ja, ich denke, damit ist der Kampf um den Sieg für den Beißler hier gelaufen. Aber Platz 3, den sollte man noch mitnehmen. Ja, da haben wir jetzt viel aus Angst und Respekt zum Felsen viel Zeit liegen lassen. Jetzt kommt aber wieder ein Abschnitt, da kann ich dann vielleicht nochmal den Rückstand verkürzen. Wenn die sich dann nochmal weiter betteln. Da bin jetzt nochmal rangefahren, weil ich dann doch durchgezogen habe.
Es wird spannend. Jetzt könnte es nochmal zu einem Dreikampf kommen hier. Jetzt ist der Weißler nochmal dran. Also hat er doch nochmal aufgeholt. Jetzt ist es ein Dreikampf. Es geht hier um den Sieg hier in Teneriffa. Und da kommen wir jetzt Richtung Start und Ziel. Der letzte Sektor. Und jetzt kann der Weißler nochmal durchziehen. Die da hinten sind weg. Also Platz 3 sollte sicher sein. Aber ich denke, es wird nicht reichen. Ja, jetzt ziehen sie weg. Platz 3 für den Weißler. Sehr gut. Haben wir doch noch Teneriffa ordentlich abgeschlossen im zweiten Versuch. Gibt dann wieder ordentlich Credits. Credits, ole. Ja, am Ende war es doch 1,1, aber spannend, dass wir da dann doch nochmal dran gekommen sind in der letzten Runde. Imola, müssen wir das unbedingt zu Ende fahren? Ich will aber nicht dieses Zeitrennen fahren. Was können wir denn hier angucken? Ikonsrennen? Schließen Sie den Band ab, um das Bike freizuschalten. Darf ich da mit dem überhaupt fahren? Muss ich mir erst eins kaufen wahrscheinlich. So ein Bike. Eine Aprilia. Noch was. Was haben wir hier noch? Ah, die muss ich mir erst noch freischalten. Hier den Honda. Oh, die Honda von... Das, die 92er, die habe ich... Die Suzuki. Oder die ja, Yamaha. Die Aprilia, was hatte die? 3, 7, 4, 5, 6, 4, 2. Was hatte die? 3, 4, 4, 9. Ja, da würde ich tatsächlich zur Aprilia tendiere. Und ich sag mal so. PlayStation-Lackierung. Hey, Alter, was gibt's denn das für geile Lackierung aus dem Jahr 99? Oh, da würde ich doch mal ganz recht sagen, die PlayStation-Lackierung nehmen wir. Ja, kaufen wir. Zack, holen wir uns die Aprilia als nächstes für diese 125er-Klasse. Mit PlayStation-Lackierung, ja? Aus dem Jahr 99. Zweites Motorrad. Ja, RS 125. Ja, kann man jetzt mal als Hauptmotorrad einstellen. So, dann können wir hier diese Rennen fahren. Denn jetzt haben wir hier eins, was man hier fahren könnte. Wie sieht's denn mit der Zeit aus? Ah. Ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal, um nichts zu riskieren. Haben wir jetzt in dieser Folge noch die Meisterschaft zu Ende gefahren. Und beim nächsten Mal gehen wir mal in die 125er Zweitakter-Meisterschaft und gucke uns da mal an. Da haben wir uns ja gerade eine Maschine gekauft. Und schauen wir mal, wie wir da weit kommen. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Für euch ja auch angenehm, wenn das immer so kurze Folgen sind, die man sich immer mal so schnell zwischendurch angucken kann. Ich würde es gern länger machen, geht aber oder riskiere ich im Moment nicht. Bin froh, dass es klappt. Ich sage aber jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Ride 3. Ich sag schon mal, keep racing, euer Beißler.